Und damit, hallo und herzlich willkommen zum zweiten GPL-Kampf hier auf meinem Kanal. Heute gegen den lieben Daniel, auch bekannt als Daumkino-LP, mit seinem Team, den Melding Mammoth Swines. Wir kommen erstmal zum Team, wir fangen bei Seim an. Wir sehen Felinara, extrem gut speziell defensiv. Dann Zapdos, kann sowohl defensiv als auch speziell offensiv gespielt werden. Wir haben ein Mammutier und Mammutier muss ich sagen, ich hatte damit gerechnet, dass er das mitnimmt. Ich hatte allerdings Angst davor, wie er das spielt. Dazu komme ich allerdings gleich noch. Da haben wir Forstelka, typisch physische Wall, Spin, Stealth Rocks, Stachler, das typische. Dann Mega Galagladi. Vor dem hatte ich auch ziemlich viel Angst. Und Aquana. Das erste, was mich hier gewundert hat, ist, dass er Aquana und Felinara mit hatte. Das konnte eigentlich nur auf eine von zwei Dingen schließen. Beziehungsweise es konnte auf zwei verschiedene Dinge schließen. Entweder das Aquana ist offensiv. Oder das Aquana ist voll physisch defensiv. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass es ein offensives Felinara ist, aber die Wahrscheinlichkeit habe ich bei ungefähr 2% gehalten. Der Grund, warum ich Angst hatte vor Mammutheel, war, dass ich nichts wirklich hatte, was es countern kann. Das eine, wo ich mir gedacht habe, das könnte funktionieren, ist mein Chandelure, mein Skilabra, welches gechoicegraft ist. Die Sache ist nur die, dass sowohl Mammoswine als auch Skelabra beide denselben Base-Speed haben. Meins ist scheu, das heißt, wenn seins froh ist und ebenfalls gescarft ist, haben wir ein kleines Problem, denn dann kommt es auf ein Speed-Tar hinaus. Schauen wir uns den Rest von meinem Team an. Wir haben meins Nibuna, auch hier mit Abschlag, dann habe ich allerdings Schwertanz, Eisheap und Verhühner, glaube ich, draufgehauen. Ich hatte auch hier wieder gehofft, mit dem Abschlag Aquana treffen zu können oder auch Felinara, Hauptsache die Items von den Walls runterbekommen. Dann haben wir meinen Lashoking. Ich liebe Lashoking einfach unglaublich und ich bin froh, dass ich es mitgenommen habe. Ist mäßig mit KP und Special Attack Investment und der Offensivfeste. Dann mein Wahlglas Tandrak. Wie gesagt, mein gechoistes Skelabra mit Trick. Mein Mega Bibur. Und mein Donphan. Donphan ist hier natürlich dafür da, um die Stealth Rocks rauszulegen und zu spinnen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr auf die Pokémon eingehen, auch wenn es jetzt ein bisschen sehr lange wird dann vielleicht das Video oder die Einführung, aber das ist mir egal. Denn ich habe tatsächlich viel darüber nachgedacht, welche Pokémon ich mitnehme. Ich habe nachgeguckt, ob es möglich ist, dass mein Bibor die Sachen one-hittet und so weiter. Ich wollte Bibor aber dabei haben, weil es schnell ist, weil es gut reinhauen kann und weil es meine beste Möglichkeit gegen Felinara ist. Lashoking, habe ich nachgeguckt, kann einen Angriff von Dingens überleben. Von Mega Galate, von Mega Galagladi. Und kann dann Psychoshock gut Schaden machen. Psychoshock ist natürlich auch gut gegen Aquana und gegen Felinara. Es war einfach eine extrem gute Wahl für diesen Kampf. Dazu der Flammenwurf. Da war ich schon ganz gut dabei. Skelabra kann auch gut Spin blocken. Ich wollte zuerst mein Utility Tandrak mitnehmen, aber ich wusste nicht, ob er Tentoxa dabei hat. Und Tentoxa hätte theoretisch die Giftspitzen einfach abfangen können und das wollte ich nicht. Und sonst, er hatte ein paar Drachen-Pokémon dabei, deswegen hatte ich noch Snibunda mitgenommen. Ja, ich denke, das ist so das, was ich dazu zu sagen habe. Kurz und knapp, ich habe mir tatsächlich vor diesem Kampf mal Gedanken gemacht. Fangen wir an. Play. So. Daniel will mit dir kämpfen. Ich leade mit Bunnyhopper. Dachte mir, ist keine schlechte Idee, wenn ich mich mit einem Schwertanz boosten kann. Er startet hier mit Nami, seinem Aquana. Und ich glaube, ich gehe hier direkt auf Abschlag. Denn er hätte sonst nur scouten können oder versuchen können, mich zu verbrennen. Ja, er geht hier direkt in sein Spiky. Ich greife mit Abschlag an. Macht guten Schaden eigentlich. Ich nehme Schaden durch den Beulenhelm, der dann abgeschlagen wird. Schade ist natürlich, dass an dieser Stelle mein Sash gebrochen wird. Ich wollte ihn hier verhöhen, um die Tarnscheine loszuwerden. Hatte hier jetzt Angst vor dem Gyroball und wechsle deswegen aus in mein Skelabra. Denn Skelabra war nicht die beste Wahl, gebe ich zu. Und ja, er geht hier auf den bevölkerten Gyroball. Denn ich bin recht schnell gerade durch den Sash. Hätte vielleicht, durch den Sash, durch den Scarf. Hätte vielleicht noch lieber auf Donphan gehen sollen. Aber er wechselt hier aus, geht in Nymphia, sein Felinara. Sein Shiny Felinara. Ich bin auf Spukball gegangen. War vielleicht zu erwarten, aber wie gesagt, am Anfang eines Matches versuche ich nicht zu viel zu predikten. Und er hat sich mit den Überresten. Es ist ganz klar, dass ich nicht viel machen kann.
Ich wusste nicht, was genau hier vorhat, aber Lasho King sollte alles Offensive von ihm abfangen können. Geht ja auch tatsächlich direkt auf die Schallwelle. Ich habe mir sogar während des Matches Notizen gemacht, wer welches Item hatte und so, was für Attacken die hatten. Ja. Und ja, die Schallwelle macht mir nicht besonders viel Schaden. Ich gehe hier jetzt auf den Psychoschock. Denn der hat am meisten Schaden gemacht. Er schickt natürlich sein Spiky rein. Sein Postelka. Und ja, macht keinen Damage. Hier bin ich auf den Flammenwurf gegangen. Und dass er nicht ausgewechselt hat, hat mich verwehrt. Er hat mir dann nach dem Match geschrieben, dass er eigentlich nur den Psychoschock abfangen wollte. Und dann in Aquana wechseln wollte. Er hat nicht daran gedacht, dass ich Flammenwurf haben kann. Jetzt schickt er Susanoo rein und ich wusste, ich kann mit den KP nicht unbedingt einen Nahkampf überleben. Wechsle deswegen aus in Wheelie. Es ist meine physische Wall. Und ich liebe übrigens diesen Cry von Wheelie. Einfach weil es klingt wie ein Elefant. Oder Donphan, aber ich bleib bei Wheelie. Er macht hier die Mega-Entwicklung in sein Seto Kaiba. Und greift mit Abschlag an. Ich hatte mit Abschlag gerechnet. Habe ich vorhin Nahkampf gesagt? Ich meine jedenfalls Abschlag. Ja, meine Überreste sind weg. Ist nervig, aber was will man anderes machen? Er wechselt wieder in Nami. Und ich bin hier auf Toxin gegangen, weil ich den Switch tatsächlich predicted habe. Und entweder konnte ich Tarnsteine rauslegen oder das Toxin. Aber gegen Aquana, ihr wisst, wie sehr ich das Ding hasse, habe ich lieber das sichere Toxin genommen. So, Wheelie wird an dieser Stelle zurückgerufen natürlich. Und Lasho King kommt rein. Und hier kommt jetzt eine ganz coole Attacke: Spukball. Ich hatte damit nicht gerechnet. Steck ist okay weg, während das Toxin ihn so ein bisschen kaputt macht. Und ja, an dieser Stelle war mir dann klar, dass es vermutlich offensiv ist, denn sonst spielst du eigentlich keinen Spukball. Er kann es natürlich auch extra für mich mitgenommen haben, in dem Fall Respekt. Und hier kommt jetzt der Psychoschock und ihr werdet sehen, es reicht nicht aus, aber ich lande den Crit. Ob er gemaddert hat oder nicht, möchte ich jetzt nicht vorhersagen. Er wechselt jedenfalls sofort wieder aus. Und ich bin an dieser Stelle auf Donphan gegangen. Ja. Und hier ganz lustig, ich habe vergessen, dass Eis sehr effektiv ist gegen Boden. Und ich dachte mir, er hat wahrscheinlich Kraftreserve Eis. Ja, aber das. Nee. Aber ich bekomme die Tarnsteine raus und sein Spinner ist weg. Also, ne, hier Daumen hoch für Wheelie. Hast einen guten Job gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich wechsle es hier aus, einfach um es später als Deathfodder rauswerfen zu können. Und gehe stattdessen auf Bunny Hopper. War ein sehr, sehr riskanter Switch, ich weiß, aber ich hatte an dieser Stelle einfach gehofft, dass er vielleicht ein Choice-Item trägt oder nochmal auf Kraftreserve Eis geht, weil er es kann. Tut er auch. Und ja, mein Eishieb nimmt es nicht ganz raus. Ich habe nicht gekalkt. Müsste ich vielleicht mal tun. Aber ja, ich überlebe den Donnerblitz natürlich nicht. Und damit geht Bunny Hopper sterben. Jetzt kommt Skelabra rein und hier zeige ich quasi, dass ich gescarft bin, denn ansonsten hätte ich ihn nicht eingeholt. Der Energieball war einfach nur, falls er was anderes reinbringt, seiner Aquana vermutlich. Und es hat, man sieht, so oder so ausgereicht. Da ich allerdings gescarft bin, kann ich gegen Ninfia ja nichts machen. Muss ich aber auch nicht, denn ja, Skelabra kommt zurück. Ich habe ja Lasho King. Und Lasho King interessiert nicht, was das Ding macht. Er heilt sich hier, so gehören die Worte, mit der Vitalglocke. Ja, Toxin ist weg von Aquana. Nervt mich ein bisschen, aber ist nicht das größte Problem. Und hier geht er jetzt auf Wunschtraum und das ist jetzt dieses typische Wunschtraum Protect Gestorle, was natürlich, wie jeder weiß, wenig nervig ist. Ich hätte an dieser Stelle einfach auswechseln sollen. Aber ich dachte mir, vielleicht prediktet er meinen Switch und geht deswegen nicht auf Schutzschild, aber er macht einfach das Sicherste und geht auf Stand Protect. Heilt sich damit jetzt wieder fast komplett hoch und ich weiß, dass ich an dieser Stelle nicht viel machen kann. Denn was jetzt passieren würde, wäre vermutlich Psychoschock und bla, aber er wechselt aus. Er schickt wieder Susanoo rein. Und opfert es damit. In gewisser Weise. Ich bin nämlich tatsächlich nochmal auf den Psychoschock gegangen. Ich weiß nicht, ob er gedacht hat, ich wechsle aus. In mein Tandrak zum Beispiel oder in mein Megabibur. Aber er wechselt an dieser Stelle aus. Und das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber meinetwegen, ich bin Mega Galagladi losgeworden.
Der wohl größte ist Red. Und an dieser Stelle, ich muss einmal gucken. Ich sehe nicht mehr, wie viel AP ich habe. Aber Siedewasser hätte das Ding gewone-hittet. Deswegen. Ja, er geht hier nochmal auf Abschlag. Ich habe da allerdings auch erst nachgekalkt, nachdem ich schon meinen nächsten Move gemacht habe. Und dann habe ich gesehen, Siedewasser könnte das Ding one-hitten. Und hier sehen wir jetzt, er ist schneller als wir. Ich habe mit ihm geschrieben, wenn wir gespielt haben. Er ist froh, er hat den Choice Scarf und hat den Speed High gewonnen. Deswegen sage ich an dieser Stelle, okay, ich habe den Crit gelandet gegen Galagladi, aber er hat das Speed High gewonnen. Also hat sich das ausgeglichen. Und das waren auch, glaube ich, auch die einzigen Hacks, die wir in diesem Match wirklich hatten. Ja, er predicted hier mein Draco-Meteor. Ich war mir überlegen, gehst du jetzt auf Matschbombe oder Draco-Meteor? Ich hätte einfach auf die Matschbombe gehen sollen. Denn er wäre nicht drinne geblieben. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Da er ja gechoiced ist und ich das jetzt definitiv weiß. Da passiert übrigens auch noch eine lustige Kleinigkeit. Ich schicke jetzt Jim the Knight rein, denn Jim hat 80 Base Special Defense und solange es nicht sehr offensiv investiert ist, werde ich es mir nicht allzu viel Damage drücken können. Ich gehe hier jetzt, glaube ich, auf den Poison Jab, denn der Poison Jab macht gut Damage. Und ich möchte übrigens auch mal anmerken, wie unglaublich cool Mega Shiny Bebo und natürlich Shiny Mega Bebo aussieht. Ah ne, er geht jetzt auf Nami, stimmt. Auf Nami geht er, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Warum rede ich jetzt so? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, diese Augen. Ja, so wunderschöne blaue Augen. Gehe ich jetzt auf den Poison Jab, auf den Gift Heap und er überlebt, aber natürlich bin ich schneller. So, und ich glaube, hier schickt er jetzt Mammut hier rein. Und ganz lustig, ich habe natürlich den Damage Calculator von Pokémon Showdown benutzt. Aber der rechnet nicht automatisch die Speed-Erhöhung durch den Choice Scarf mit ein. Das dachte ich allerdings. Und dachte dann, ja, ich bin so oder so schneller. Scoutest du kurz, was für einen Move er benutzt? Ich benutze hier natürlich das Erdbeben. Und weil ich aber dachte, ich bin schneller, habe ich angegriffen mit Kehrtwende. Lustigerweise bin ich nicht schneller. An dieser Stelle war ich dann schon so ein bisschen am Verzweifeln, weil ich dachte, er könnte das Game jetzt noch gewinnen und das wäre nicht cool. Und hier ruft er jetzt zurück. Ich weiß gar nicht, auf was für einen Angriff ich gegangen bin. Bin ich hier auf Psychoschock gegangen? Oder auf den Flammenwurf? Vielleicht bin ich auf Flammenwurf gegangen. Nee, ich bin tatsächlich auf Siedewasser gegangen. Okay, dann war das mein Fehler. Ich dachte, ich wäre hier auf eine andere Attacke gegangen. Krieg leider nicht den Burn. Hätte ich mir an dieser Stelle noch gewünscht, aber hey, man kann ja nicht alles haben. Ja, er protect sich jetzt natürlich, bla bla bla, das Spielchen kennen wir schon. Ich hätte vielleicht erstmal den Kampf vorher aufnehmen und dann vorspulen sollen, aber so viel Gestolle ist hier gar nicht mehr, nur zum Ende des Kampfes nochmal. Er hat allerdings noch nicht mal allzu viele Pokémon, er hat noch Ninfia und er hat noch Money und ich glaube, das war's auch. Ich glaube, mehr Pokémon hat er gar nicht mehr. Ja, ich bin hier jetzt auf den Psychoschock gegangen. Und Money frisst noch gut Damage. Er benutzt Abschlag, aber ich habe gekalkt. Solange er froh ist, kann er mich damit nicht one-hitten. Ich verliere jetzt die Offensivweste, aber kann mit dem Siedewasser garantiert Money ausschalten. Hat aber gute Arbeit gemacht. Respekt an Mammut Hill. Hat wirklich, wirklich gute Arbeit gemacht. War ein guter Threat mit dem Choice Scarf. Und ja, er schickt Ninfia rein. An dieser Stelle hat er mir schon GG geschrieben, aus gutem Grund. Ich habe, glaube ich, auch nur noch jetzt mein Lashoking und mein Tandrak. Lashoking wird besiegt. Ich wollte an dieser Stelle nicht noch irgendwie viel switchen oder so. Ich habe mir nur noch gedacht, komm, haust du jetzt mit der Matschbombe drauf und gut ist. Auch wenn die Matschbombe nicht one-hitted, ich glaube, die wäre höchstens ein Two-Hit. Da kommt Pestilence raus. Und ja, er stallt hier jetzt noch ein bisschen. Vermutlich einfach um mich so ein bisschen zu nerven. Oder weil er sich dachte, weißt du was? Wir können auch ein bisschen mehr Zeit gebrauchen. Also ein bisschen Zeit. Ich meine, er hätte theoretisch, hätte er es bestimmt noch gewinnen können, wenn er zwei oder drei Crits gelandet hätte. Aber realistisch gesehen, ach, das, nevermind, das hat doch ausgereicht. Ich dachte, ich hätte weniger Schaden gemacht. Ich dachte, ich hätte mehr gebraucht. Aber gut. Das war der zweite GPL-Kampf meinerseits. War ein echt schönes Match, vielen Dank dafür. War auch recht spannend. Ich meine, ich habe mit einem Pokémon am Ende gewonnen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Perspektive von Daniel an. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin und
Tschö, tschö.